Hallo Minecraft-Freunde, willkommen zu einem richtig geilen Projekt, einem Anfangsfolge eines richtig geilen Projektes. Was es ist, seht ihr jetzt gleich nach dem Intro. Zwar, es hat alles damit begonnen, dass ich so gestern überlegt habe, Skybounce ist jetzt auch nicht so geil. Ich brauche mal wieder ein cooles neues Projekt. Also was richtig cooles, wo auch so ein richtiger Hype dahinter steckt. Und dann kam gestern das Video von Sparkle Phoenix online. Ich weiß nicht, wer von euch Minecraft Legends Rise of the Phoenix kennt. Das war schon ein richtig geiles Projekt. Und dann habe ich gedacht, ich habe gestern so das Video gesehen und gesehen, dass es einen Teil 2 davon gibt und dachte, wenn ich das jetzt nicht let's playe, wenn ich da keine Videos auf diesem Server mache, dann weiß ich auch nicht. Also habe ich mich dann hingesetzt und habe zu Heiligabend, wie gesagt, das war gestern, ein Tag nachdem ihr das Video seht, bin ich frühs vormittags nochmal in die Stadt gegangen, habe mir Paysafe-Karten geholt und habe mir Zeit, Spielzeit auf dem neuen Legends-Server geholt und da spiele ich jetzt drauf und ja. Ab jetzt kommt kein Skybounce mehr, sondern hier Legends. Also ist ja eigentlich der Teil 2 davon hier, Legends Awakening. Und dann beginnen wir hier mal mit der Fraktion. Ich weiß zwar schon, was ich machen will, aber ich lese es trotzdem mal vor. Menschen. Ihren Gott nennen die Menschen Narban. Er schuf sie nach seinem Bilde und so schenkt er ihnen zuallererst Willensstärke und tiefe Liebe zu Freiheit und Ehre. Ihre Ländereien sind fruchtbar und voller Leben. Dies gibt ihnen die Zeit zu reisen und zu erobern. Fähigkeiten. Sie können schneller laufen. Sie benötigen weniger Nahrung. Bauwelt, Ebene. Das mit dem schnellen Laufen und dem wenig Essen ist schon geil, aber Menschen kommen schon. Das ist doch. Menschen finde ich langweilig. So Zandant finde ich zwar richtig cool vom Baustil her, aber das Unterwasser würde mich halt tierisch nerven. Also hier, die Zandant verehren den Gott, den schlafenden Gott Zandarun. Wie er streben sie nach Friede, Balance und Erkenntnis. Von ihrem Gott in die Wässer Vorduns. Von ihrem Gott in die Wässer Vorduns entlassen? Das ergibt keinen Sinn. Achso doch, das ist ein Komma. Entscheiden sie, sich fortan hier zu leben und ihre Gemeinschaft in Einigkeit zu formen. Keines der anderen Völker steht seinem Gott und der eigenen Gemeinschaft näher als sie. Näher. So erlangen die Zandaren erstaunlichen Wohlstand, ernten zugleich nur allzu oft den Missmut anderer Völker. Doch geduldig harren die Zandaren der Konflikte, welche der Laufe der Dinge an die Ufer der Heimat, ihrer Heimat spülen mag. Okay, das ergab irgendwie auch wieder keinen Sinn. Oder ich bin zu dumm zum Lesen. Fähigkeiten. Sie können unter Wasser sehr gut sehen, sie können unter Wasser schneller abbauen. Sie können sich unter Wasser schneller fortbewegen, sie können unter Wasser atmen. Bauwelt der Ozean. Die Bauwelt ist eigentlich das Einzige, was mich hieran stört. Und jetzt kommen wir zu den letzten Zweien, zu den Zwergen und zu den Elfen. Also, ja, jetzt kommen wir erstmal die Zwerge dran. Hier runter in die Höhle. Genau. Muss schon sagen, also allein schon wie nice das hier gebaut ist, gell? So, Zwerge. Hart wie Eisen, so standhaft wie Stein, schuf die Göttin Goldhain das Volk der Zwerge. Aus dem Herzen Vorduns riss sie heraus und schenkte ihnen alles, was sie benötigten, um ihren Teil Vorduns in der Dunkelheit der Stollen seine Schätze zu berauben. Kein Volk ist so stolz, so robust oder gar so flink im Umgang mit Spitzhacke und Schmiedehammer wie die Zwerge. Doch auch kein anderes Volk ist so misstrauisch und verschlossen. Mag unter der harten Schale auch ein warmes Herz schlagen, in ihren Köpfen gibt es nur das Gold und die Axt. Fähigkeiten. Sie können Steine sehr viel schneller abbauen. Sie können im Dunkeln sehen. Bauwelt, Gebirge. Das fände ich halt schon ziemlich geil. Aber jetzt der Grund, warum ich natürlich auch mit zu den Elfen gehe, so wie Sparkle Phoenix. Also das ist einer der wenigen Minecraft-YouTuber, die ich auch aktiv gucke. Ich will natürlich unbedingt mal mit auf seinen Server gehen. Und ansonsten habe ich auch schon eine coole Idee, was ich da bauen will. Okay, also kommen wir zu den Elfen. Anstelle eines einzelnen Volkes erschuf der Fuchsgott Harun
eine ganze Schar von Geschöpfen, doch sie waren ihm zu wild und zu wirr. Also erschuf er aus seinem eigenen Fell die Elfen, schlank, schön und mindestens so eitel wie er. Okay, also ich bin schon mal eitel. Mhm. Fortan sollten sie über all die anderen Wesen herrschen. Dazu schenkt er ihnen Weisheit, ewiges Leben und Geduld. Die Elfen beschlossen als Herren in Ewigkeit mit Farduns anderen Schöpfungen zu leben und dulden daher keinerlei Einmischung in ihre Belange. Okay, also ich bin dann eitel, schlank, schön, habe Weisheit und ein Leben in Geduld. Das klingt doch gut. Fähigkeiten, sie können höher springen und bekommen keinen Fallschaden. Und damit würde ich sagen, Elfen, du musst eine Fraktion auswählen. Muss ich da drauf klicken? Muss ich weiterlaufen? Vielleicht ist da oben jetzt was, wo man sich entscheiden muss. Ich finde es auch so geil, wie das gebaut ist. Es ist so genial. Ach ja, hier, wähle deine Fraktion. Zandar nicht, Menschen nicht. Wir gehen zu den Elfen. Ja. Okay, damit sind wir jetzt bei den Elfen. Das heißt, ich guck mal, wie es hier weitergeht, wenn man hier hochläuft. Übrigens, wer auf diesen Server kommen will, ihr könnt hier nicht einfach so spielen. Boah, wie geil das gebaut ist. Sondern man muss dafür bezahlen. Also, ja. Okay, ich denke mal, das ist das Schiff der Elfen. Ja, das heißt, ich mache hier Rechtsklick und gehe in die World 2. Dann geht's zurück zum Baum. Okay. Oh, guck mal, das ist ein Zandar. Man hat hier auch Ender Chests, okay. Ah, cool. Ich habe hier jetzt eine Axt. Und mit dieser Axt kann ich mein Grundstück setzen. Und ja, das hier ist dieser Baum. In dem Baum, wo alles beginnt. Und ich springe einfach mal runter. Ich weiß, man bekommt keinen Fallschaden. Aber ich will trotzdem mal. Und dann hier sind die Leute, die online sind gerade. Und dann renne ich immer so ein bisschen lang. Und suche mir mal irgendwie so ein Grundstück aus. Ich denke mal, in der Nähe des Spawns wird schon alles geclaimed sein. Das ist ein bisschen schade. Mal gucken. Und jetzt guckt euch an, ich kann einfach zwei Blöcke hochspringen. Das ist so ein cooler Vorteil, vor allem beim Bauen. Also das da hinten, das sieht schon mal schön hässlich aus. So, und jetzt hier vorne sollte dann gleich... Wartet. Da muss ich mal kurz gucken. Denn ich habe mir, bevor ich hier drauf gegangen bin, mal das Video von Sparkle Phoenix angeguckt. Und soweit ich weiß, sollte das Grundstück von ihm genau hier vorne dieses sein. Also er hat so ein Wassergrundstück genommen. Ich weiß jetzt natürlich nicht, wie alt das schon ist, das Video von ihm, aber ja. Und ich würde sagen, ich gehe mal auch so ein bisschen hier in die Nähe des Spawns. Oh lol, das sieht ja geil aus. Okay, das sieht irgendwie richtig geil aus. So, ich würde sagen, ich kann hier halt einfach draufjumpen. Es regnet, oh nein, das ist mies. Und ich bräuchte mal Essen. Das heißt, ich baue, ach nee, ich kann hier nicht bauen. Ich guck mal, wo ich so meine Base hinbaue, mein Haus. Und wir sehen uns gleich, wenn ich das mal abgesteckt habe. Okay, ich habe mir dann hier mal mein Grundstück ausgesucht. Ich habe mir nämlich schon überlegt, wie ich das bauen will. Und zwar in einen Berg rein. Darum habe ich das hier markiert. Also mache ich hier /plot. Kaufen. Und damit haben wir den Kauf bestätigt. Das heißt, dieses Gebiet hier ist jetzt nicht uns. Warum darf ich jetzt nicht bauen? Sollte der Kauf nicht innerhalb der nächsten Sekunden bestätigt werden? Der Kauf wurde bestätigt. Okay. Aber ich habe jetzt doch hier mein Grundstück angelegt. Hallo? Okay. Ich müsste jetzt theoretisch bauen können. Ich frag mal kurz beim Support nach. Ah, okay. Also, ich habe keine Ahnung warum, aber es funktioniert jetzt plötzlich. Also, ich kann jetzt hier Sachen abbauen. Das hier ist mein Grundstück, beziehungsweise ein Teil meines Grundstücks. Das Problem ist, ich habe hier keinerlei Gras. Doch, hier ist ein bisschen was. Aber das kann ich wieder nicht abbauen.
Ja, ich habe wirklich nur eine sehr begrenzte Grundstücksgröße. Ist es irgendwie kleiner geworden? Oder habe ich das hier drüben geclaimed? Hä? Ich kapiere das halt gerade gar nicht. Hier kann ich abbauen, oder? Ja, lol. Da oben drauf kann ich abbauen. Also hier oben, da drauf kann ich abbauen. Und hier kann ich auch abbauen. Bis wohin kann ich dann abbauen? Okay, hier kann ich auch abbauen. Hier kann ich wieder nicht abbauen. Hä? Hier kann ich abbauen. Okay. Ich würde gerne mal wissen, bis wohin mein Grundstück überhaupt geht. Denn ich habe so das Gefühl, dass es ein kleines bisschen verschoben ist. Okay. Also hier ist es für zu Ende. Mache ich mal so einen ganz kleinen Erdgraben, nur dass man erstmal mein Grundstück sieht. Ich müsste dann auch unbedingt mal irgendwie Weizensamen oder Melonsamen oder sowas bekommen. Denn, ja, sonst verhungere ich hier und das wäre ungünstig. Okay, hier ist das Grundstück vorbei. Also hier in die Richtung. Also muss ich hier in diese Richtung weitergehen. Da gucke ich einfach mal, bis wohin ich abbauen kann. Oh, ich habe schon ein Setzling bekommen, das ist nice. Kann ich immer noch abbauen? Kann ich immer noch abbauen? Aha. Kann das sein, dass hier diese Zäune gesetzt wurden? Das ist ja nice. Okay. Also müsste ich ja hier irgendwo geradeaus auch noch einen Zaun finden. Hier kann ich noch abbauen? Nee. Ach so, auf dem Boden vielleicht. Wenn hier irgendwas auf dem Boden ist. Naja, whatever. Ich habe jetzt hier mein Grundstück geclaimed. Und dann werde ich hier beginnen zu bauen. Aber erstmal werde ich mir jetzt. Also die erste Folge wird ziemlich kurz werden. Und ja, dann werde ich mir irgendwie so ein paar Melonenseeds erschnurren und mal gucken, wie sich das so findet. Ich habe übrigens Skelettpferde. Lol. Reitet. Ach nee, brauche ich einen Sattel. Okay. Und irgendwas muss ich mal mit meinem Grundstück machen, dass ich weiß, wo das ist. Denn ich komme mit diesen Abbaudings überhaupt nicht klar. Manchmal kann ich was abbauen und manchmal nicht. So, also hier kann ich zum Beispiel nichts abbauen. Aber hier kann ich was abbauen. Nein. Doch, hier kann ich was abbauen. Ja, und das ist alles ein bisschen komisch. Darum, ja komm, dass wir wenigstens diese Folge ein was erreicht haben, machen wir uns schon mal ein paar Werkzeuge. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Das wird dann wieder der erste Tag nach dem zweiten Weihnachtsfeiertag sehen. Bis dahin müsst ihr noch Sky Factory aushalten. Und danach wird das hier auch mein Hauptprojekt werden. Also Sky Factory nicht mehr. Also mache ich mir hier eine Werkbank hin. So, zack. Baue ich mir hier oben einfach mal hin. Und dann, ja, mache ich mir erstmal eine Kiste. Und baue mir noch mal ein bisschen Holz ab. Dann mache ich mir schon mal ein Schwert und Spitzhacke. Zack, Werkbank. Und jetzt. So. Spitzhacke und Schwert. So. Ups. So. Dann haben wir schon mal Steinschwert und so weiter. Hier den Stuff können wir in die Kiste tun. Die kann auch niemand anders öffnen. So, und dann sehen wir uns beim nächsten Mal zu Minecraft Legends. Also, bis dann. Ciao, ciao.